Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 258. Heute mit der Samira. Hallo. Und dem Imanu. Servus. Lange nicht gesehen, Imanu. Wie geht's dir? Ja, lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Frohes neues Jahr an alle Zuhörer. Besser spät als nie, ja. Ja, eben, genau. Wollen wir dieses Jahr nochmal hinbekommen, genau. Nee, alles gut bei mir, soweit. Bin froh, dass ich mal wieder dabei sein kann. Und mal gespannt, wie das dann heute hier verläuft. Auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz so lange wird, aber mal schauen, was der Podcast so mit sich bringt. Ja, Corona ändert halt doch vieles und ja, wir werden heute auf jeden Fall eine klassische Folge aufnehmen. In den nächsten Folgen haben wir wieder ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Unter anderem eine Folge über die Klitschkos. Das wird interessant. Aber erstmal, war das letzte Wochenende so ein bisschen interessant, sagen wir mal. Und wie immer beginnen wir einfach mal mit dem Rückblick. Und da ist, Card, die vielleicht aus deutscher Sicht am interessantesten ist, im Universum Gym noch, kenne ich auch nicht alle Ergebnisse, aber die von den zumindest beiden wichtigsten Kämpfen, die Ergebnisse sind bekannt und ich habe da auch ein bisschen reingeschaut und da gab es im Grunde zwei Kämpfe im Schwergewicht. Einmal Senad Gashi kämpfte gegen Adnan Retzovic. Ja, Gashi hat ihn, dominiert, besiegt, ja, aber es ist halt, Gashi ist halt jetzt auch für mich zumindest nicht so das Riesenprospekt im deutschen Heavyweight. Und von daher, der Kampf, der für mich interessant war, war José Ladue oder Ladouette. Vielleicht weiß jemand genau, wie man den ausspricht. Samira, was glaubst du, Ladue oder Ladouette? Gute Frage. Also ich kann ja nur wiedergeben, was ich beim Bild gehört habe. Ich glaube, der Ringsprecher hat Ladouette gesagt. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es vielleicht eher Ladue ist. Wird sich irgendwie so ein bisschen klassischer anhören, aber er hat Ladouette gesagt. Deswegen, ja, sage ich das jetzt einfach auch mal, bis ich irgendwie berichtigt werde. Ich habe ihn noch nicht getroffen und konnte ihn auch noch nicht fragen, aber... Ja, zu früheren Zeiten hätte man ihn wahrscheinlich Josef Lauer oder so genannt. Wer weiß das schon. Gut, aber Ladue oder Ladouette kämpfte gegen George Sandland. Keinen jetzt wirklich starken Gegner, aber Ladouette hat natürlich schon eine beeindruckende Amateurlaufbahn und ist sicherlich von den Fähigkeiten, vom Skill-Paket her, mit einer der besten Boxer, die so in Deutschland wohnhaft sind. Und ist auf jeden Fall ein interessanter Mann fürs Schwergewicht. Allerdings, die körperliche Verfassung hat mich doch stark an Odlanier Solis erinnert, von dem guten Mann. Ja, er könnte austrainierter sein, ne? Sagen wir mal so. Aber ja, mal schauen, wie sich das so Talent weiterentwickelt. Talent und Skill von seiner Amateurlaufbahn. Solche Leute frühstückt er natürlich alles so weg. Ist ja gar keine Frage. Nur wenn die Gegner da mal irgendwann ernstzunehmender sind, dann ist so eine körperliche Verfassung nicht gut. Und so eine körperliche Verfassung ist okay, wenn man irgendwie Busfahrer ist oder so. Das ist alles normal, aber wenn man Profisportler ist und im Heavyweight noch viel reißen will, tue ich mich immer schwer, wenn ich sowas sehe, dass ich da irgendwie so für mich persönlich so Prognosen abgebe, weil man hat ja doch gewisse Vorurteile oder Erfahrungswerte und wenn ich dann sehe, dass so Kämpfer nicht wirklich trainiert sind und extrem auseinandergehen außerhalb der Wettkampfphase, dann tue ich mich immer ein bisschen schwer, damit da das irgendwie positiv zu sehen, oder? Wie geht's euch da? Ja, kann ich mich dir anschließen. Ich sag mal so, es ist ja halt am Ende des Tages dann trotzdem ein Profisport, ne, wo man profimäßig unterwegs ist. Und wenn man profimäßig unterwegs ist, sollte man auch mal professionell sich vorbereiten für die Kämpfe und finde ich halt generell
ja, eben sehr unprofessionell nicht machen. Das heißt, man nimmt seinen Job eben nicht komplett zu 100% ernst oder ist eben nicht motiviert genug, um es perfekt auszuführen. Und dementsprechend kann man dann auch kein perfektes Ergebnis erwarten dann. Ne? Am Ende des Tages ist es halt so. Und von daher ja, haben die Kubaner irgendwie immer so ein Disziplinproblem. Ne? Das ist wirklich krass. Also diese Nationalität hat irgendwie, ich weiß gar nicht, gibt es einen Kubaner im Schwergewicht oder allgemein so in den etwas höheren Klassen, der das Problem nicht hat? Ist Dortikos Kubaner? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber, ja, aber es ist auffällig, ne? Das generell ist, bei Kubanern. Ne? Das so, ist, auf jeden Fall, ja. Ja, das ist total traurig. Aber ich sag mal so, wenn du das am Anfang deiner Karriere nicht hinkriegst, und er ist ja, glaube ich, auch schon um die 30, dann ist das schwer zu glauben, dass sich das dann irgendwie, man sagt ja, ja gut, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber ich denke, ein richtiger Profi nimmt auch jetzt schon die ganze Sache ernst und ist 100% vorbereitet. Weil man muss ja gucken, wo ist sein eigenes Limit, ne? Wo steht man eigentlich überhaupt? Und sich das dann so einzureden, ja gut, wenn dann irgendwann mal so die ersten 10, 12 Fallobstgegner geschlagen sind und es geht dann in die besseren, dann trainiert man anders. Das ist dann dieses was man sich selbst ja, vielleicht einreden hätte, mag. Hätte, ne? Würde und so, ne? Das genau. ist immer schwierig. Das ist ja auch im Alter dann nicht einfacher wird. Er wird ja auch nicht älter, nicht jünger, meine ich da schon. Ja. aber ne, wenn er dann irgendwann mal 32, 33 ist, wenn dann vielleicht die ersten akzeptablen Gegner kommen, dann will ich sehen, dass der dann plötzlich fit im Ring steht. Ne? Das wird zu 99% nicht passieren. Nee, weil das ist ja immer so ein Indikator, so wie gesund ist und ist der Lebenswandel und wie professionell ist man. Und ja, das tut halt den Sportlern nicht gut. Ja, auch in anderen Sportlern, irgendwie, wenn Jan Ulrich im Winter vielleicht nur 10 Kilo zugelegt hat, aber das war halt nicht unbedingt gut, ne, für seine Karriere. Und das ist natürlich auch immer ein Indiz dafür, wie professionell man sich verhält. So ein Lance Armstrong, der war halt nicht fett im Winter. Ne? Und das startet man dann, wenn man wieder im Training anfängt, dann natürlich auch wieder mit ganz anderen Voraussetzungen. Und ich wünsche ihm das Beste und wir sind ja dankbar über jeden Mann, der gut ist im Boxsport. Muss man abwarten. Ne? Also ich denke, einiges reißen wird auf jeden Fall. Aber es sah für mich alles andere als irgendwie, wirkte nicht sonderlich explosiv und so. Also er hat den Gegner auch mehr so kaputt gedrückt, irgendwie anstatt schnelle, saubere Hände waren das jetzt auch nicht. Von daher abwarten. Ja, es wirkt so ein bisschen Solis 2.0-like. Ne? Ja. Aber den Eindruck habe ich auch. Klar, wird er natürlich bis zu den Top, keine Ahnung, 25 oder so, denke ich, die Gegner auch in dem Zustand schlagen können, allein vom Skill dann schon. Aber ja, wenn es dann halt, wie gesagt, irgendwann an die größeren Töpfe geht, dann wird es halt schwierig. Und da muss er was drauflegen. Na gut, man kann sich überraschen lassen, man weiß natürlich, wie gesagt, am Ende nicht, aber mir ist kein Fall geläufig, wo jemand irgendwie in diesem Alter schlecht trainiert ist und sich das dann irgendwie, keine Ahnung, in den darauffolgenden Jahren es besser gemacht hat. Also fällt mir jetzt gerade echt nichts ein. Von daher bin ich da sehr skeptisch. Aber mal gucken, wie gesagt, man ist ja für jedes Talent oder Prospekt dankbar im Schwergewicht, was dann nachrückt. Im Auge halten kann man es natürlich auf jeden Fall. Ja, so ein Ruiz hat es ja auch geschafft, Weltmeister zu werden, ne? Mit noch mehr Speck. Ja, ja, das stimmt. Das ist nicht das unmöglich. Ist auch einmal in 100 Jahren der Fall vielleicht, ja. Aber ja, Dortikos ist auf jeden Fall Kubaner, wollte ich noch sagen. Und man muss vielleicht auch einen Unterschied wirklich machen zwischen den Amateuren aus Kuba und den Profis aus Kuba, weil die Amateure sind schon sehr, sehr diszipliniert und auch in Shape und so, ne? Wenn man die sieht, und die auftreten im Ausland bei der WM, die sind alle durchtrainiert, alle top. Aber klar, bei den Profis ändert sich das halt bei manchen leider so oder mit der Zeit. Gibt es ja auch Leute, ne, die dann irgendwie nach Amerika gehen oder auch schon hier dann nicht mehr richtig trainieren. Ja, aber die Amateure wollte ich da schützen, rausnehmen. Die wenn der erste große Profivertrag unterschrieben wird, ne, dann, dann geht das an, große Essen los. Dann ist die gute Küche am Start. Ja, ja, ich meine, die Kubaner, die haben halt alle irgendwie das Problem, dass sie dann irgendwie am süßen Leben schnuppern und alle Freiheiten haben und Sachen kaufen können, die, ich weiß nicht, ob es McDonald's oder Burger King irgendwie in Havanna gibt, aber ich glaube nicht. Und ja, das ist halt ein bisschen andere Welt, ne, die dann in die wir kommen. Das denken wir hier gar nicht mehr so, weil irgendwie so die kommunistische Welt ist oder die sozialistische ist ja doch eine sehr, sehr andere. Und wenn man dann so in die neue Welt kommt, dann lebt man vielleicht auch ein bisschen anders. Ne? Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Klar, natürlich, ne, ist der Reiz dann groß. Nur man muss das natürlich auch auf der anderen Seite sehen.
die sind ja meistens dann nach einer langen Amateurlaufbahn auch schon relativ alt, wenn die in den Profisport kommen, also in Anführungszeichen alt, aber sieht man ja, ist auch um die 30 der gute Mann. Und dann hast du eben auch nicht so viele Jahre und ich sag mal so, wenn du das eben ernst nimmst, dann kannst du, ich sag mal, wenn du dann irgendwann deine Karriere vielleicht mit, keine Ahnung, vielleicht 40 oder so beendet hast, dann kannst du danach richtig schön dein ganzes Leben lang viel essen. Ne? Ansonsten ist es halt mit 45 schon wieder alles aufgebraucht und dann hungert man wieder. Ist doch auch blöd. Ja, man ist ja dann, die sind ja auch öfter mal so, naja, da kommt mit Frauen gut am Start, viele Kinder werden gezeugt. Ich erinnere da an den guten Hernandez, ne? Der musste, glaube ich, der zahlt heute noch an irgendwie 8 Kinder. Kohle, ja, keine Ahnung. Beziehungsweise, man weiß es nicht. Ja, so ungefähr halt. Ne? Man genau weiß nicht, wie viele es sind. Ja, da muss man halt schon gucken. Man ist halt, wie gesagt, in dem Beruf tätig, man ist Profi. Klar, wir reden jetzt hier leicht vielleicht vor unserem Rechner und essen selbst Chips, aber wir sind ja immer keine Profi-Boxer. Ne? Ich denke, wenn man so eine Sportart ausführt, wo es wirklich um auch ja, seine Gesundheit geht am Ende, ne? Das ist ja auch so ein Fakt und sollte man gucken, dass man die Jahre, die man da hat, schon irgendwie professionell lebt. Aber ja, ist halt irgendwie in den höheren Gewichtsklassen wirklich schlimm geworden. Ich weiß nicht, müsste man vielleicht mal irgendwann einen Podcast aufnehmen, wie das im Vergleich zu früher war, so in den 80ern oder 90ern. Ist das da auch so gewesen? Weil gefühlt ähnlich, oder? Ich habe die Leute da nicht so verfettet, so in Erinnerung. Also auch die in der zweiten Reihe nicht. Das ist irgendwie eher so neumodern, ne, gekommen. Oder wie seht ihr das? Ja, so mit der Zeit, ne? Mhm. Auch wenn jetzt so ein bisschen abschweifen, aber wenn ich mir so die Heavyweight-Kämpfe in den 90ern angucke, da gab es auch den einen oder anderen Schwabbelboxer, aber im Großen und Ganzen waren das krasseres Steroid-Monster als heute, würde ich fast sagen, weil dass die alle so sauber waren, das glaubt ja kein Mensch, so, ne? Wie die aussahen, ne? Aber das wird heute auch nicht viel anders sein, aber so vom Aussehen war das schon gewaltig, wenn man sich so anguckt, irgendwie Tyson, Holyfield und so, weiß ich, das war ja wie halbe Bodybuilder, so, die aufeinander getroffen sind. Ne? Das war ja Maschinen. Und ja, und auch wenn ich so die ganze Tyson-Gegnerschaft so in Erinnerung habe, habe ich auch Dokus drüber gesehen, wenn ich alles damals, ich war ja auch noch nicht da allzu alt. ja, von daher, die waren alle in Shape, ne? Auch wenn das ein 16-10-Mann war. Die sahen trotzdem gut trainiert aus. Und das hast du heute wirklich, also ich weiß nicht, also wenn ich die Top 30 jetzt durchgucke, das sind ja nur die Top-Leute am Ende des Tages, da sind so viele einfach nicht austrainiert. Da muss man echt nachsuchen. Da hast du einfach nur, eigentlich generell nur die Elite, ne? Die wirklich so Joshua, Wilder, ja, bei Fury. Okay. Ja, muss man Abstriche machen? Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist Fury für dich austrainiert? Weil seine Kondi ist ja gut, aber er hat halt jetzt nicht so, er ist halt, seine Muskeln sind halt nicht so definiert. Ne? Das ist dann halt auch so die Frage. Ja, aber ich glaube, das liegt natürlich auch am Körperbau. Dass der. Es gibt halt Leute, die können trainieren wie die Weltmeister und die sehen nie aus wie Arnold Schwarzenegger oder Mike Tyson. So, ne? Die sind einfach, haben einfach nicht irgendwie diese natürliche, die Körperdefinition, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber da ist auch der Lebensstil unter den Kämpfen oder zwischen den Kämpfen halt auf das Problem. Ne? Also ich glaube, wenn so ein Fury das wirklich regelmäßig machen würde, wirklich mal 2-3 Jahre am Stück immer regelmäßig was macht, dann kann er mit Sicherheit auch noch besser aussehen. Aber du hast natürlich recht. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben einfach nicht diesen Körper. Aber ich meine, genau, er hat ja gut, es gibt eben Leute, die über ein Ausnahmetalent verfügen, so wie er kann sich das halt leisten. Ne? In der Regel ja, muss man wirklich danach suchen im Schwergewicht, nach diesen austrainierten Jungs. Und außer Wilder und Joshua, bin gerade überlegen, fällt mir jetzt auf Anhieb auch keiner ein, der wirklich so in dem Maße trainiert ist. Ne? Das ist ja schon echt traurig. Auch wenn man so ein Pulev sieht oder so, das ist ja alles nicht perfekt. Ne? Also ist immer noch schon besser als andere, als so ein Ruiz, aber so richtig trainiert ist es ja auch nicht, oder? Der kann auch besser aussehen, finde ich. Besser als so ein Ruiz. Ja, jetzt böse, ne? Aber keine Ahnung, das ist halt wirklich traurig. Also, boah, so ein Miller oder sowas, der jetzt dann auch, der sieht mit Doping ja schon irgendwie dick aus. Und ich weiß auch nicht. Halt traurig. Ja, ich meine, es gibt schon ein paar Kandidaten, so Ajakba oder Jegovic oder so, die einigermaßen in Shape aussehen. Aber du, hab ich recht, dass die breite Masse sieht natürlich auch schon so ein bisschen. Aber stimmt, er meint, ja, die gehen halt nicht an ihre Grenze, ne? Da ist halt noch was möglich, so. Man sieht halt, da ist noch was möglich, auch bei Povetkin immer, ne? Das hat man ja auch immer gesehen, so. Da ist körperlich noch ein bisschen was möglich. Auch wenn er trotzdem grandios natürlich war, so zu seiner Hochzeit. Er hat sicherlich auch nicht die Anlagen, aber in seinen besten Kämpfen, zu seiner besten Form war er schon auch, fand ich körperlich ziemlich eindrucksvoll. Also, das
vielleicht nicht diese Bodybuilder-Anlagen, aber dass da definiert war und so, das auf jeden Fall undurchtrainiert. Mhm. Aber ja. Auch nicht in ganz jedem. Aber nicht wie die Klitschkos halt zum Beispiel, ne? Aber die haben natürlich auch in ihrem Körper gearbeitet, wenn du jetzt auf die eingehst. Ich meine, wenn man sich die anguckt, als die 18, 19 waren, als sie angefangen haben zu boxen, da sahen die ja auch ganz anders aus als dann am Ende ihrer Karriere, ne? Also, ja. Da waren die ja noch recht schmal, zwar voller Muskeln, aber total schmal. So, die haben sich ja echt gesteigert. Aber darüber werden wir demnächst noch hin. Also, es geht ja anscheinend auch irgendwie, ne? Wenn man es so will mit irgendwelchen. Wenn man es 100% ernst nimmt, ja. Ja, und wenn du auf deine Ernährung, glaube ich, extrem achtest, auch immer. Ich glaube, das ist das Problem, dass viele nicht immer auf ihre Ernährung, gerade im Schwergewicht, achten wollen. Und wenn du das halt nicht immer machst, dann siehst du halt dann auch anders aus. Ja, genau, die starten dann meistens erst mit dem Trainingslager halt wirklich in die Phase rein, wo man es dann wirklich professionell macht. Aber unter den Kämpfen, wenn dann mal ein halbes Jahr Pause ist dazwischen oder vielleicht auch mal ein Jahr verletzungsbedingt oder man kriegt keinen Kampf, wie auch immer, dann lassen sie sich gehen in der Zeit. Und das ist natürlich, dann kommst du eben schwer an die Topform so schnell ran. Ja. Ne? Dann fehlt eben ein paar Prozent und dann sieht es so aus, wie es aussieht. Ja, gerade wenn du nicht jetzt so einen super Stoffwechsel hast. Es gibt ja auch Leute, die können essen, was sie wollen, die nehmen einfach kaum zu und das ist nicht jeder mit gesegnet. Ne? Aber bevor wir uns verlieren, erwähnen wir noch die beiden anderen Events, die am Wochenende waren. Und da war einmal ein Weltergewicht, die Jordanis Ugas gegen Abel Ramos in L.A. Und Ugas gewann durch SD. Und ein anderes Event oder ein anderer, etwas bekannterer Name, den man noch erwähnen sollte, ist im Weltergewicht Edigius Kavalnauskas. Er gewann durch TKO in der 8. Runde gegen Michael Cieweski. Das Ganze fand in Las Vegas in der MGM-Bubble statt. Sonst noch Miguel Mariaga gegen Juan González. Mariaga verlor nach Punkten im Federgewicht. Und ja, kommen wir zur Vorschau. Es sind spärliche Wochen und da gibt es eine Veranstaltung in Amerika auf Showtime. Da gibt es einen Superweltergewichtskampf zwischen Erickson Lubin und Terrell Gauchy. Ist vielleicht ganz nett, auf Showtime wird das Ganze zu sehen sein. Ansonsten auch wieder in der Bubble im MGM Grand von Bob Arum oder Bobarum auf ESPN zu sehen. Im Superleichtgewicht Jose Pedraza gegen Javier Molina. Und im Heavyweight ein bekannter Mann, Ije Ayakba gegen Jonathan Rice. Ja, weiterer Stay Busy Aufbaukampf für Ayakba, den man auf jeden Fall auch aufgrund seiner nicht enormen Physis auf jeden Fall auch noch auf dem Radar haben muss. Und den Prospects im Heavyweight, also ist auf jeden Fall kein leicht zu boxender Mann. Kann man sich angucken. Ja, ansonsten gibt es noch eine Veranstaltung in Kiew im Bartolomeo Best River Resort. Andriy Rudenko kämpft gegen Konstantin Dobyschenko. Der Kampf im Heavyweight sollte Rudenko eigentlich machen. Ansonsten noch Ali Erin Demisir kämpft gegen Kamil Sokolowski. Demisieren sollte das doch schon auch machen. Aber man weiß es nicht. Und Viktor Wirkerst, da weiß ich auch nicht, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall in Deutschland Viktor Faust. Genau. Kämpft gegen einen Spanier, gegen Gabriel Nguema. Ja, relativ solides Matchup, finde ich, weil der noch nicht so auf K.O. gegangen ist. Ne, er ist dreimal. Für den dritten Profikampf ist okay, aber das ist auch eine Aufgabe, die auf Faust sehr, sehr schnell erledigen sollte. Also wenn er länger als 2, maximal 3 Runden steht, wäre das schon relativ enttäuschend. Also das sollte er auch relativ schnell regeln. Ansonsten war es das schon im Grunde mit der Vorschau. So, die größeren Kämpfe lassen weiter auf sich warten. Und so kommen wir zu den News. Und da, das ist keine richtige News, aber José Laduet, über den wir eben schon so gesprochen haben, fordert nach seinem glorreichen Sieg Peder Kadirow zum Duell heraus. Was denkt ihr darüber?
Ja, er hat es ja schon mal in einem Video, ne, schon vor seinem letzten Kampf jetzt geäußert, dass er gerne gegen Adiru von SWS Boxing und Ben Bönte antreten möchte. Jetzt hat er es halt nochmal wiederholt, weil er anscheinend keine Antwort bekommen hat, oder weiß ich nicht. Also er hat ja dann, das wurde ja auch so kritisch dann von Universum beleuchtet, dass Ben Bönte seine Boxer ein bisschen beschützt. Aber ja, okay. Also es wäre natürlich interessant für Deutschland, aber im Endeffekt, ich kann verstehen, dass der Kampf jetzt zustande kommt, ehrlich gesagt. Also ich meine, Peter Gadiro ist halt so ein junges Prospekt irgendwie für SAS, 23 Jahre alt. Laduet hat irgendwie noch nicht gerade viele Kämpfe hinter sich. Irgendwie die meisten kennen ihn gar nicht, muss man ja wirklich so sagen. Ich meine, wer kennt ihn auf der Straße? Genau, und gleichzeitig ist er extrem stark und extrem gefährlich. Genau. Also es gibt absolut keinen Grund für Gadiro, diesen Kampf zu machen. Also, wenn er da verliert, dann weiß keiner, gegen wen er irgendwie verloren hat. Ja. Ne? Also außer die Box-Insider so. Aber das ist halt irgendwie, das lohnt sich halt nicht, ne? Für was so, fragt man sich dann. Genau, das passt überhaupt nicht in die Aufbauphase hinein. Und das hat man dann wahrscheinlich nur gemacht, um sich ins Gespräch zu bringen, damit man Thema ist so. Ja, die würden das bestimmt, Universum wird den Kampf bestimmt gerne machen. So. Ich meine, ja, die haben schon, da bestimmt keine Angst oder so, denken dann, okay, der hat ja eh viel Amateurerfahrung, der ist ja auch schon 30. Der wird da bestimmt den Kampf machen, wenn sein Knie da durchhält. Zuletzt hat er die Knieverletzung, hat man jetzt nicht so richtig gesehen, ob die, also ich meine, der hat jetzt nur eine Runde geboxt. Das ist natürlich auch was anderes, wenn er da irgendwann mal 12 Runden irgendwie im Ring steht. Da wird sein Knie vielleicht auch mal anders getestet. Aber muss man halt sehen. Also. Ist halt bei den schwierig. Guten Amateuren, die braucht man ja auch nicht so ewig aufbauen. Also ich würde mit Laduet auch schon, oder Laduet würde ich auch schon relativ schnell starke Gegner boxen, weil was bringt, ich meine, sieht schön keine aus. Zeit, wenn ne? Er hat auch keine Zeit eigentlich. Genau. Was bringt 30. das, wenn er irgendwie 20-0 stehen hat und dann nur irgendwelche Taxifahrer vermöbelt hat? Also ich denke, ein Mann mit so einer Amateurerfahrung und so einer Amateur-Background, die kann man sehr schnell gegen sehr starke Leute stellen. Und ich hoffe, das passiert auch. Ne? Ich glaube, ich hätte auch so das Gefühl bei ihm, dass das Universum ihn auch eher für den ausländischen Markt aufbaut, weil ich meine, bis jetzt hat er ja auch kein Wort Deutsch irgendwie gelernt oder gesprochen, auf jeden Fall nicht. Und wenn man halt so ein deutsches Duell inszenieren will, auch wenn er ist halt Kubaner so, aber man könnte das halt trotzdem in Deutschland inszenieren, aber dann würde es halt besser kommen, wenn er ihn dann wenigstens so mit einem Satz auf Deutsch herausfordert, ne, als auf Spanisch zum Beispiel, weil dann die meisten kriegen, das kommt halt nicht so gut rüber einfach, also damit wird dann dieses deutsch-deutsche Duell so gefühlt dann auch nicht wirklich gut vermarktet irgendwie, ne, also deswegen dachte ich halt, die wollen halt irgendwann sowieso nach Amerika bringen und fertig so und da ihr Geld verdienen. Aber keine Ahnung, ich denke auch, sie wollen einfach nur, dass man drüber redet, dass Kadiro herausfordert. Und Kadiro hat dann Angst, weil er ja nicht antritt und so. Und ja, und wenn man Kubaner hat, dann sollte man, in Deutschland sollte man ihnen möglichst schnell natürlich Deutsch beibringen. Und Englisch ist natürlich dann erstrebenswert, wenn man wirklich internationale Pläne hat. Mal gucken, ich weiß nicht, was da so passiert, was für Ideen die mit ihm haben. Abwarten. Ansonsten im Heavyweight scheint es wohl so zu sein, dass wir Deontay Wilder gegen Tyson Fury 3 möglicherweise am 19. September in Las Vegas sehen werden. Der gute Bobarum hofft, dass 15.000 Zuschauer dabei sein könnten. Was haltet ihr davon, von einem dritten Kampf? Ja, ist gut, dass es einen dritten Kampf gibt. Ich denke, der erste Kampf war relativ ausgeglichen. Da hat Wilder das Ding in der 12. Runde dann fast sogar gewonnen gehabt. Da hatte wohl keiner mit gerechnet, dass Fury dann nochmal aufsteht nach den beiden Händen in der 12. Runde. Wenn er nicht aufgestanden wäre, dann hätten wir vielleicht gar nicht mehr über ein Rematch vielleicht diskutiert. Ich weiß es nicht, vielleicht natürlich schon, war natürlich trotzdem eng. Aber es wäre halt eine klare K.O.-Niederlage gewesen für Tyson Fury, von daher, dann kam es doch zu einem Rückkampf, der dann, muss man schon sagen, klar für Fury war, sehr, sehr klar, wenn man den ersten Kampf gesehen hat und dann den zweiten, also das sieht man selten in einem Rematch, weil, ich sag mal so, fällt euch auf Anhieb ein Kampf ein, wo es eine Trilogie gab, wo die Ausgänge so mega sich irgendwie abgewandelt haben vom ersten Duell,
meistens ist es ja so, im Rematch läuft es ähnlich wie in dem Rückkampf, ne? Also nicht immer genau gleich, aber ähnlich gleich. Und ja, Rückkampf, oftmals klarer Verein, so nach Punkten oder so, aber. Ja, genau. Aber das war ja eine absolute. Das war eine Demontage, ja, ne? Aber man muss halt sagen, ich will jetzt keine Prediction abgeben eigentlich, aber man muss schon sagen, in die erste Runde war ja noch relativ ausgeglichen. Wilder hatte da auch, glaube ich, 2, 3 ganz gute Hände drin. War eine vorsichtige Runde von beiden. Fury hat sich langsam rangetastet, Wilder hat ein bisschen gekontert. Da ist in der zweiten Runde halt irgendwas passiert durch diesen einen Schlag von Fury, ne, der da irgendwie auch ein bisschen den Hinterkopf von Wilder getroffen hat. So, da waren die Augengläser nach dem Ding. So, weißt du, das war halt so ein Gamechanger, dieser Schlag. Danach ging halt für Wilder einfach nichts mehr. Keine Ahnung, was da genau passiert ist mit ihm. Da steckt man da nicht drin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein dritter Kampf wieder komplett anders läuft als der zweite, denke ich persönlich. Und deswegen freue ich mich drauf, weil, keine Ahnung, es ist unglücklich gelaufen für Wilder. Da ist irgendwas nicht mehr in Ordnung gewesen nach der zweiten Runde. Ich weiß nicht, was genau, aber irgendwas war da nicht in Ordnung. Und ich denke schon, wenn man den ersten Kampf gesehen hat, dass, klar, hat Fury anders geboxt. Wilder ist darauf aber jetzt, denke ich, dann auch eingestellt. Man wird dann mit Sicherheit auch darauf trainieren, dass da jemand halt mega Druck macht. Kann sein, dass Fury das auch im dritten Kampf wiederholt so. Kann aber auch sein, dass es anders macht. Weiß man bei ihm nie. Der ist halt ein Freak, ne? Weiß man nie, wie der in den Kampf geht. Kann verschiedene Taktiken wählen. Macht den Kampf halt oder so eine dritte Auflage halt wieder mega interessant, weil man halt nicht genau weiß, was da dann jetzt passiert. Erster Kampf so, zweiter Kampf ganz anders, dritter Kampf, tja. Mal gucken, wie Wilder sich dann möglicherweise da im Training drauf einstellen kann, dass der Druck macht. Da war man irgendwie nicht drauf gefasst. Man hatte diesen Plan, glaube ich, gar nicht in der Tasche, dass Fury so, sage ich mal, aggressiv in den Kampf startet. Das traut man ja auch eigentlich niemandem zu, der gegen Wilder boxt, wenn man denkt, so gut, ja, wenn der in einer Hand läuft, ja, das macht ja niemand eigentlich gegen Wilder. Aber er hat es gemacht und wurde dafür belohnt. Deswegen freue ich mich mega auf das Duell, wenn es dann wirklich kommt zum Jahresende. Und wenn es vor Zuschauern ist, ist es ja umso schöner. Ja, und normal sagt man ja, oh, müssen wir Aufbaukämpfe machen und so, bla. Aber ganz ehrlich, was würde es bringen, wenn jetzt irgendwie Wilder noch irgendwie 1, 2 Journeyman verkloppt und danach wieder einen großen Kampf annimmt? Ich denke, das würde keinen wirklichen Unterschied machen. Und Wilder ist einfach. Vielleicht ist er imstande dazu, noch selber boxerisch irgendwelche Dinge zu ändern oder sich auch mal eine andere Strategie zu überlegen und ist halt aufgrund seiner Punching Power immer gefährlich. Ne? Also mich macht dieser Kampf viel mehr an als nahezu jeder andere mögliche Gegner. Und jetzt irgendwelche so Kämpfe, nicht gegen Pulev oder so, aber das sind für mich eher so Zeitverschwenderkämpfe. So, wenn da irgendwie, weiß nicht, Joshua gegen Pulev, so, da regt sich bei mir nichts, da freue ich mich nicht drauf, so, ne, ich erwarte da halt irgendwie einen Ausgang, so wie bei Vladimir gegen Pulev, so, ne, ich sehe da keinen großen Unterschied, und von daher ist so das Herzklopfen vor einem dritten Kampf natürlich schon da, und das sind halt auch die Kämpfe, die man einfach sehen will, und man kann nur hoffen, dass es kommt. Alles andere ist, hat für mich oft auch irgendwie so, ja, nur Geld verdienen und Zeitverschwendung einfach. Ja, das ist schon da ist man schon gehypt bei dieser Ansetzung. Ja. Man kann ja noch sagen, dass Deontay Wilder zugegeben hat, dass er irgendwie vor dem letzten Kampf eine Bizepsverletzung anscheinend im Trainingscamp sich zugezogen hat. Man weiß natürlich nicht, ob das jetzt nachträglich eine Ausrede ist oder ob es stimmt, aber wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber also ich denke auf jeden Fall, dass Wilder eine bessere Figur machen wird als im letzten Kampf, aber das wird auch nicht so schwer sein. Also, keine Ahnung. Also, aber ich würde auch Imano zustimmen, dass das echt total offen ist, wie der Kampf ausgeht. Also sehr, vielleicht leichter Favorit wäre bei mir vielleicht wirklich doch schon Tyson Fury vielleicht, einfach weil die Niederlage so dramatisch war. Ja, muss man aber so sagen. Trotzdem, ja, aber man weiß halt wirklich gar nicht, wie der Kampf ausgeht oder was da passiert oder wer zu Boden geht, wer wieder aufsteht, wer wie lange. Also es ist halt irgendwie so alles möglich und deswegen ist es einfach so ein geiler Kampf. Oder wen seht ihr als leichten Favoriten? Habt ihr einen oder ist es für euch 50-50? Ich denke schon, dass auch Fury schon sicherlich der Favorit ist, natürlich. Aber die Punching Power ist halt da von Wilder. Und wenn er trifft, dann geht da auch was voran. Ne? Also die Chancen sind da. Und deswegen sehe ich da auch irgendwie keine Einschränkungen oder irgendwas, was man daran schlecht
binden könnte an einem Duell, an einem dritten Duell. Also die Kämpfe sind geil, die Show stimmt und ja, man kriegt mittlerweile ja knapp eine Viererquote teilweise auf Wilder im Rückkampf und mich erregt es nicht, darauf zu setzen. Heißt am Ende des Tages, wenn ich eine Vier nicht spiele oder nicht spielen will, dann ist er klare Außenseiter. für mich schon klare Außenseiter, ja, nach dem zweiten Kampf. Ja, ich sag ja selber. Fünf würde ich sagen, fände ich sehr reizvoll dann vielleicht. Aber vier. Mal so. In der Leitwette gucken, was da so geht dann, aber keine Ahnung. Es ist irgendwie schon gefühlt so, dass Wilders Nimbus so in dem Kampf zerstört wurde, so ein bisschen, weil es einfach so dermaßen eindeutig war. Ich sag natürlich, klar, in der zweiten Runde, da ist irgendwas mit diesem Hinterkopf ging da oder das seitlich an den Kopf, ich weiß es nicht, war irgendwie schon ein bisschen Hinterkopf, finde ich. Das hätte man auch irgendwie ahnden können, den Schlag, aber da ist irgendwas nicht mehr in Ordnung gewesen danach, ne? Also ich, keine Ahnung. Er konnte ja gar nicht mehr laufen, richtig. Ja, genau, die Beine waren weg, der wirkte wie, als hinter zwei Promille irgendwie in Tuss dann am Grundteil. Er kam überhaupt nicht mehr irgendwie in den Kampf. Auch die Schläge total in Zeitlupe, keine Ahnung. Also da ist irgendwas ist da kaputt gegangen mit diesem Schlag. Und das ist die Frage, was ist da genau passiert? Ne? Und tja, es war ja in dem ersten Kampf auch so, dass der klar getroffen wurde. Jetzt nicht mega häufig, aber eben doch auch schon klare Treffer nehmen musste. Und da ist aber nichts passiert. Und ich glaube nicht, dass plötzlich Tyson Fury so unfassbar viel mehr Schlagkraft in dem Kampf gehabt hat als in dem ersten. Natürlich ist er mit mehr Masse reingegangen und mit einer anderen Strategie, ne? Aber dass das so eine große Differenz macht, glaube ich nicht. Das war einfach ein unglückliches Ding. Ist im Boxen halt oft so, dass du kannst einen doofen Schlag kriegen, der genau on point kommt und du wirst ausgenockt. Ich denke, der war halt an einer Stelle, wo es eben sehr empfindlich war. Und ja, da ist es dann halt passiert. Von daher, ja, sehe ich den Kampf, wie gesagt, trotzdem so, dass ich einen mega Spannungsgrad empfinde, aber das ist bei Wilder ja sowieso klar, weil der eben mit einer Hand jederzeit, hat man ja auch gegen Ortiz gesehen, da hat man auch gedacht nach den ersten 6 Runden, oh mein Gott, da passiert ja gar nichts, 0-6 Runden hinten, kein Treffer im Ziel und dann ja eben diese eine Hand, kann gegen Fury auch passieren, ist ja auch im ersten Kampf fast passiert oder ist passiert, aber ist wieder hochgekommen, ne? Gerade so noch. Und ich glaube, wenn so ein Schlag halt nicht in der 12. Runde kommt, sondern in den ersten 4-5, dann ist da auch Feierabend. Und von daher ist das natürlich einfach ein Matchup, egal mit wem Wilder im Ring steht, was die Spannung eben allein wegen der Punching Power hochhält. Aber Favorit, klar, also gehe ich schon mit Fury, ich sehe das so 80-20 oder so. Echt? Ja, er ist so boxerisch klar? Einfach der viel bessere Mann. Ja, das muss, weiß man, aber so, trotzdem so klar würde ich das nicht sehen. Also, ja, also vor dem ersten Kampf, also nach dem ersten Kampf, habe ich ja auch gesagt, 50-50 für mich, ganz klar, weil der erste Kampf halt auch mega eng war. Aber nach dieser Demontage einfach, muss man zugeben, Wilder, das haben ja auch schon viele so ein paar Leute im Sparring gesagt, der ist allergisch oder mag das nicht so, wenn jemand Druck macht. Und das hat Fury gemacht. Und ich, kann man das im Training jetzt in einem halben Jahr, der hat auch eine Verletzung jetzt gehabt, der war länger Zeit jetzt, glaube ich, auch nicht im Training, mit dem Bizeps, kann man das dann im halben Jahr so umstellen, das Ganze, dass man da Mittel und Wege findet, das, den Druck von Fury komplett zu umgehen? Das wage ich zu bezweifeln. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es gibt einfach, als Boxer hast du so diverse Dinge, die dir einfach liegen und es gibt Sachen, die dir nicht liegen und das dann umzustellen, der ist ja, wie alt ist Wilder jetzt? Der ist da auch schon 34 oder so, ne? Oder 35? 34. Ja, es fällt mir schwer, daran zu glauben, dass das passiert. Ich hoffe es natürlich, aber ich sehe Fury schon, also so wie die Wettquoten halt sind, ja 1-4 ist ja auch realistisch, ne? Das ist ja dann, ist ja fast 80-20 oder so, das wäre 1-5. Aber ungefähr, 75-25 so. Ja, sehe ich so, ja, auf jeden Fall. Aber die Chance ist ja da. Also, wenn die viermal gegeneinander antreten, gewinnt Wilder einmal. Würde ich sagen, das passt eigentlich. Genau. Und das ist diese eine Bombe, die einschlägt halt da. Kann passieren. Also, deswegen, das macht es ja auch spannend. Auch wenn es halt von den Zahlen vielleicht hohen Favoriten gibt. Aber, mein Gott, ist halt so in meinen Augen. Und wie siehst du das denn, Samira? Also, du sagst, das ist eher eng, das Ding wahrscheinlich. Knapper Favorit, Fury, sagst du. Welche, sag ich mal, Konstellation siehst du denn im Kampf für Wilder, die für Wilder laufen könnte? Also wenn es so läuft wie in Kampf 2, was könnte Wilder deiner Meinung nach dann besser machen? Also was muss er machen, um dann Fury sich vom Leibe zu halten? Was muss er tun? Ja, ich bin jetzt mal gutgläubig und gehe einfach von einer Verletzung aus oder von irgendwas, was in diesem Kampf passiert ist, was
was nicht unbedingt im dritten Kampf wieder passieren muss oder was er oder wo die Verletzung dann vielleicht auskuriert ist. Das heißt, er ist ja dann sowieso schon mal stärker. Ich glaube, er hat mit der einen Hand auch viel weniger geschlagen, ne? Oder? Hat er nicht die rechte, war das die rechte Hand? Er hat die, glaube ich, viel zu wenig auch eingesetzt. Von daher wäre das gar nicht so verwunderlich, dass er da vielleicht wirklich irgendwas hatte, dass er da nicht richtig schlagen konnte. Also wenn ich jetzt, wenn man dann das wegnimmt, okay, er ist fit und so, dann wird er auf jeden Fall vielleicht länger mithalten, zumal dann auf jeden Fall eine bessere Figur machen. Auch nach Punkten natürlich wird es für ihn schwer zu gewinnen. Fast, ja, also da muss er wirklich viel wieder umnieten, so öfter. Was natürlich auch irgendwie schwer wird, irgendwie schwer vorstellbar, dass sowas nochmal in der Form passiert, wie halt im ersten Kampf. Aber ich denke mal, dass er psychisch, wenn er halt keine Verletzung hat, vielleicht einfach dann stärker auftritt und einfach den Leuten sozusagen, weil er kriegt ja bestimmt auch viel Hate und so, oder Leute glauben nicht mehr an ihn und so, sowas kann er ja auch so pushen und dann denkt er, jetzt zeige ich es denen, ich bin doch besser und so und komme halt stärker zurück, halt wie dieses Motto halt ist. Aber du hast natürlich recht, technisch ist halt Wilder viel limitierter als Tyson Fury. Das heißt, eigentlich Tyson Fury technisch aus den Kämpfen, die stattgefunden haben, hat Tyson Fury halt mehr gelernt. Das hat man ja schon im zweiten Kampf gesehen. Seine Strategie hat er umgestellt und er hatte Erfolg. Das heißt, wenn er schlau ist, wird er die gleiche Strategie halt wieder wählen. Dann wird Wilder zwar nicht mehr so überrascht sein, aber Wilder muss dann halt zeigen, ob er mit dieser Strategie klarkommt. Und wenn er halt wieder nicht damit klarkommt, dann ist es halt vorbei. So, ne? Das ist halt natürlich, warum sollte Tyson Fury jetzt anders boxen? Ne? Wenn er einmal so geboxt hat, dass es erfolgreich ist, dann würde ich dabei bleiben. Auch wenn der andere dann weiß, was kommt. Aber der kann damit vielleicht auch wirklich einfach nicht umgehen. Also das muss er halt üben. Aber wenn er das übt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnte sein, dass er es auch besser hinkriegt. Mhm. Aber schwer zu sagen. Also dass er halt ihn einfach umnietet und Tyson Fury unten bleibt. Aber sein Chin ist ja nicht schlecht. Wie man gesehen hat. Also, der man denkt, er ist irgendwie, weiß ich nicht, er bleibt jetzt irgendwie minutenlang liegen, dann steht er plötzlich wieder auf. Das ist einfach... Ja, aber vielleicht habt ihr schon recht, dass es vielleicht doch so ein, also dass er auch eher der klarere Favorit ist. Aber sagen wir mal so, ich glaube mehr an Wilder, dass er sich besser präsentiert als im letzten Kampf. Oder ich hoffe es auch für ihn so, sagen wir das. Ja, er muss einfach aktiver werden. Ne? Das war es auch gegen Ortiz schon so, dass ich dann keinen, also nicht den Wilder gesehen habe, den ich sonst gesehen habe. Der war auch im ersten Ortiz-Kampf wesentlich aktiver in den Anfangsrunden. Das hat mir so ein bisschen da auch schon nicht geschmeckt. Klar, dann den dann gewonnen und ausgenockt mit einer Hand, aber davor hatte er, glaube ich, nicht einen Treffer in dem ganzen Kampf. Das waren 6 Runden, die einfach so vorbeigingen. Er hat nichts gemacht. Da wirkte er auch schon so, als hätte der irgendwas. Ne? So jetzt nicht, dass er so angeschlagen gewesen wäre oder so, aber einfach, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Weil er ist ja schon eigentlich ein Boxer, der immer gerade in den Anfangsrunden zumindest mal eine Flurry losgelassen hat und guckt hat, hier kann ich den vielleicht möglicherweise da schon mal so ein bisschen beeindrucken in den ersten Minuten, aber da kam ja gar nichts. Und dann das Ding gegen Fury, gut, hatte man 3-4 Hände, die er geschlagen hat in der ersten Runde, aber so wirklich, ich weiß nicht, da hat mir so ein bisschen was gefehlt in den letzten 2 Kämpfen schon. Und da muss er eben aktiver werden. Die Bomben haben gefehlt, ne? Ja, genau. Und da muss einfach, wenn Fury kommt, auch am Anfang dieses Risiko einfach auch eingehen, dann vielleicht mal einen Konter von Fury zu bekommen, weil ich sag mal so, man hat ja schon im ersten Kampf gesehen, klar, Niederschlag in der 2. Runde, okay, der war da, aber der war auch, wie gesagt, von meiner Ansicht nach unsauber, hätte man ahnen können, müssen, wie auch immer, aber okay, er hat danach, obwohl er eigentlich stehend K.O. war, trotzdem sehr viele Hände von Tyson Fury genommen und deswegen, das zeigt ja eigentlich auch, Fury ist ja kein Hardhitter, der schlägt solide Schlagkraft, aber das ist ja nicht so, dass der ein One-Punch-Knockouter ist und von daher, wenn der kommt oder wenn er auf Wilder zugeht, er muss da in den ersten 2-3 Runden sehr aktiv sein, Wilder, auch wenn das natürlich Körner nimmt, aber gerade das ist ja auch seine Chance, wenn da Fury so offensiv reinkommt, er muss schlagen und versuchen zu treffen und damit, gerade die Kraft ist ja in den ersten Runden noch, sag ich mal, ja, die fühlt sich auf jeden Fall am besten an in den ersten 3-4 Runden, solange die Power noch da ist. Ne? Ich meine, wenn dann irgendwann die 8., 9. Runde ist, es wird halt immer weniger, dann musst du die Chance nutzen in den Anfangs und sich da auch Respekt verschaffen. Wenn Fury da vielleicht mal ein richtiges Brett nimmt, dass der vielleicht auch mal ein bisschen dann denkt, okay, das ist jetzt vielleicht dann in dem Kampf vielleicht doch nicht die richtige Marschroute. Ne? Er muss sich Respekt verschaffen. Bin gespannt, ob er das hinbekommt, weil es ist halt psychisch schwierig, nach so einer Niederlage, ne? Damit umzugehen, wenn man dann wieder so einen Kerl vor sich hat, der wieder kommt und man versucht dann was, vielleicht gelingt das nicht direkt in den ersten Runden, das Selbstvertrauen ist nicht da und dann eingeht, aber
Ich denke, wenn er den Kampf annimmt und den machen will, unbedingt motiviert ist, ich denke, er weiß im Hintergrund bestimmt, dass er eine Möglichkeit hat, das Ding auch zu gewinnen, sonst wird er das nicht machen. Also ich gehe auch mal davon aus, dass der irgendwas hatte. Spätestens ab Runde 2 definitiv. Ne? Da sind wir uns, denke ich, einig. Deswegen meine Hoffnung auch, dass, ich sage auch Hoffnung, weil ich bin ja für Wilder, aber nur, ja, weil ich jetzt Fanboy bin, heißt ja nicht, dass ich das schönreden muss oder so. Nee, das nicht. Wir hoffen, dass er, ja, der Wilder ist, zumindest aus Ortiz 1, der aktiv in die ersten Runden startet. Das ist für mich ganz wichtig. Da muss er ein Ausrufezeichen setzen. Wenn er das macht, hat er die Chance auf jeden Fall, auch Fury in den ersten Runden auszunocken. Aber ja, dafür muss er eben auch schlagen und aktiv sein. Ja, und die Wahrheit werden wir dann hoffentlich auch im Dezember im Ring sehen. Nur ist es einfach, da ist halt so viel mehr Feuer drin, als wie bei Leuten, wie du weißt, die haben keine Punching Power. Ja. Die sind nicht wirklich gefährlich. Also das macht ja insgesamt den Reiz der Ansetzung einfach brutal aus. Ja, wie du schon eben gesagt hast, zum Beispiel ja. Pulev gegen Joshua. Das ist ja, natürlich ist Pulev durchaus ein guter Mann und so, ne, keine guter, Frage. Solider Boxer, aber kann er ihn doch nicht ausnocken, den Joshua. Sorry. Ja, und da fehlt halt diese Naturgewalt, so, ne? Dieser X-Faktor, und der ist halt bei Wilder immer gegeben. Und genau. Das ist auch der Grund, warum wir so lange jetzt über diesen Kampf geredet haben. Ja, und deswegen, man muss erwähnen, dass auch Zuschauer erlaubt sein sollen, ne? Bis zu 15.000. Das ist halt krass eigentlich. Hoffen wir mal, dass es wirklich mit Zuschauern stattfinden kann, weil das wäre echt traurig, so wegen Corona, wenn da gar nichts gehen würde. Also so ein Kampf muss eigentlich vor Zuschauern stattfinden, finde ich, also persönlich. Aber hoffen wir, dass es klappt. Muss zwingend. Also ich finde, also ohne Zuschauer macht es einfach auch nicht so Spaß. Es ist ja auch egal, welcher Sport das ist. Beim Fußball ist, auch so. Wenn man aktuell die NBA Finals guckt oder die US Open in Tennis, es ist nicht das Gleiche ohne Zuschauer. Und das macht einfach Freude, auch die Rufe zu sehen. Und ich will auch, wenn Tyson Fury gewinnen sollte, will ich ihn auch wieder singen hören. Und wie geil ist das, wenn er das Publikum auffordert, mitzusingen. Und sie singen und dann ist niemand da, der singt. Das will doch niemand sehen. Also Zuschauer müssen schon sein. Das definitiv. Gehört dazu. Das wird auch, denke ich, vor dem Publikum stattfinden dann, weil das ist in den Stadien jetzt in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, auch schon so in der Bundesliga, dass da Zuschauer zugelassen sind, ne? Auch in Leipzig jetzt, ich glaube, Leverkusen eigentlich auch, in ziemlich vielen Stadien zumindest. Und selbst wenn es nur wenig Zuschauer sind, aber selbst wenn nur 1.000 Zuschauer da sind, aber es ist besser als nichts. Richtig. So ist es. Und wenn ich sehe, dass teilweise kommt, bei Fußballspielen hier, wenn die 300 Zuschauer zugelassen sind, was sie schon an Alarm machen, das ist schon nett. Und naja, hoffen wir, dass es dazu kommt. Wie wahrscheinlich ist das überhaupt? Ich habe das jetzt in den letzten Wochen nicht so verfolgt, um ehrlich zu sein, mit den Vertragsverhandlungen etc. Ist das so gut wie durch mit dem 21. oder ist das alles nur noch so, sind das so spekulative? Mit dem 19. Dezember. Also du meinst jetzt den Fight? Also Bob Arum hat es halt schon verkündet. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht bei Boxring eingetragen, aber er hat schon das Datum, den Ort, also es ist ja das Raiders Stadium da in Las Vegas. Das ist ja auch ein riesen Footballstadion, wo man auch Platz lassen kann und so. Also er hat es schon so verkündet, dass sie halt hoffen, davon ausgehen. Ich glaube, es steht schon so ziemlich fest, sonst würde er es halt nicht sagen, ne? Also, Top-Rank. Ja, cool. Wird es nicht. Also hoffen wir, es ist echt geil. Da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Ja. Definitiv. Endlich wieder ein großer Fight, ey. Wir haben dieses Jahr ist echt nicht so viel, worauf man sich noch so freuen kann, bis jetzt auf jeden Fall. Nee, leider nicht. Ja, ist so. Auch Corona die ganzen Kämpfe, die in der Diskussion stehen, die sind ja auch nicht so geil, ne? Und wenn du überlegst, wer könnte jetzt gegen Alvarez antreten oder so, das ist schwierig. Ja, und ein Kampf wurde ja abgesagt. Der sollte am 23. Oktober stattfinden von Adam Deines von SS Boxing. Ein WM-Kampf gegen Artur Beterbiev wurde abgesagt, weil Beterbiev offiziell eine Rippenverletzung erlitten hat. Aber der Fight soll nachgeholt werden vor Ende des Jahres. Mal sehen. Ja. Da kann man auch nicht so viel zu sagen, ne? Weil es gibt dann, weiß man nicht, wann er wieder fit wird, wann der Kampf wieder angesetzt wird. Genau, man weiß ja, da wird ja jetzt auch kein festes Datum dann schon gesagt. Wer weiß, ob es dann überhaupt dann noch dazu kommt, ne? Was bis dahin ist, bis die Verletzung auskuriert ist und ja. Kann und was es dann für Angebote für Beterbiev gibt oder so, oder Möglichkeiten. Genau.
abwarten. Ne? Ja, vielleicht spekuliert man da auch irgendwie, oder man, genau, man versucht da vielleicht, ist man in Verhandlungen oder in Vorverhandlungen mit irgendeinem anderen Gegner, weil ich sag mal so, Vitabiev gegen Adam Deines, warum wählt man so einen Gegner überhaupt aus? Ich weiß es nicht. Warum tut man das? Vitabiev gegen Adam Deines? Ja, die Wahrheit kennt man nicht immer, ne? Es gibt halt auch in der Vergangenheit immer so Sachen, wo man sich fragt, wo einfach klar ist, es wird nie dazu kommen oder, ne? Das ist halt, ja. Es ist halt nur Stay Busy Fight, das ist das Einzige, was einem dazu einfällt. Was soll man dazu sonst sagen? Okay, aber Artur Beterbiev hat natürlich auch schon gegen Enrico Kölling geboxt, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Das stimmt, ja. Also, das hätte ja auch vorher wahrscheinlich keiner gedacht. So. Nein, und so schlecht ist Adam Deines nicht, ne? Also, der kann schon, nur Beterbiev. Ja, so ein Techniker, ne? Nur ohne Power, da könnte der Beterbiev durchmarschieren. Aber gut, gegen Kölling hat er, glaube ich, auch länger gebraucht, ne? Ja, Kölling bis zur 12. Runde hat er gestanden mit seiner Berliner Doppeldeckung da. Das hat er gar nicht so schlecht gemacht, aber er hat halt viel kassiert. Aber also viele haben gedacht, er wird viel schneller irgendwie da K.O. geschlagen. Aber bis zur 12. Respekt, das haben andere nicht geschafft. Also echt, daran sieht man, dass Quervergleiche meistens nicht so viel bringen, weil wenn man das dann vergleicht, dann kommt man zu komischen Ergebnissen. Ja, das stimmt. Und eine Sache ist jetzt auch bekannt geworden, dass das WBSS-Finale zwischen Viridis und Dortikos wohl in München stattfinden wird, am 26. September. Also das wäre so aus deutscher Sicht auf jeden Fall mal eine sexy Sache, weil in Deutschland gab es jetzt auch nicht die Masse an wirklich hochwertigen Kämpfen und von daher gerne. Also Dortikos gegen Brides, hoffentlich dann auch vor Zuschauern. Dazu konnte ich nichts finden, aber es wird sicherlich Zuschauer geben im beschränkten Rahmen so. Und ja, schöne Sache. Also man kann dafür keine Karten kaufen. Also das wurde schon gesagt. Das wird und die Fightcard steht ja auch noch nicht wirklich fest, außer den Hauptkampf weiß man ja auch noch gar nichts. Deswegen, da wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da werden vielleicht Alexander Siegmund oder Armin Dollinger oder so. Nein, Quatsch. ist jetzt Spaß. Aber es ist schon eine gute Frage, wer da dann noch boxt, ne? Ja. Also, sie müssen ja eigentlich noch, also, ich weiß nicht, ob das der einzige Kampf ist, den sie dann da zeigen. Alles ist möglich, so. Aber, ja, ich bin gespannt. Aber es ist natürlich wirklich sehr schade, dass da keine Tickets zu verkaufen sind, weil ich meine, ganz wenige Zuschauer kann man ja eigentlich schon zulassen. Ja. Aber in welcher Halle wird das denn sein? Olympiahalle oder wo machen die das? Plaza Media Broadcasting Center Munich. Also ich weiß nicht, also wie ein groß das Studio ist. Ich glaube, es ist wirklich nur ein kleines Studio, ja. Ja, gut. Von daher, das wird nicht viel Platz sein. Ist wahrscheinlich so ähnlich wie die letzte Argon-Veranstaltung. Eher so Teammitglieder, enge Familie, jeder kriegt vielleicht ein paar Karten, so zwei, drei Karten, die boxen und das war es dann wahrscheinlich. Und zuschauen, weil gar nicht mehr Leute reinpassen. Und natürlich die ganzen Fernsehteams und so. The Zone wahrscheinlich, die das übertragen sollen. Schade, weil Deutschland hat lange keinen großen Kampf mehr gehabt und dann mit einer Stadt und dann, ohne Zuschauer. Ist so, dann ist eigentlich auch egal, wo es stattfindet, ob es jetzt in Deutschland ist oder nicht. Ja, das spielt ja keine Rolle. Gefühlt, das ist dann auch irgendwie egal. Aber naja. Es ist auch nicht so, dass sie jetzt irgendwelche Hallen voll machen oder so, dass es jetzt so Boxgiganten sind. Aber das sind auf jeden Fall zwei starke Leute, die interessant sind. Und das wäre zum Beispiel so ein Kampf, wo ich durchaus Interesse hätte, mir den live anzusehen, weil das einfach auf jeden Fall. Klasse ist. Ja. Der Bridis ist halt immer schön anzusehen, finde ich. Das ist ja auch final, ne? Im Cruisergewicht. Also, das ist ja dann schon interessant, sozusagen. Ja. Schon sehr, sehr gute Leute, die man in Deutschland sehr selten zu sehen bekommt, live, sagen wir mal so. Seit Marco Huck gegen Usyk gab es sowas halt eigentlich nicht. Das ist auch schon eine Weile her. Ja, sonst gab es vielleicht noch eine News, dass das deutsche Amateur-Nationalteam sich im Trainingslager in Tirol mit Corona infiziert hat. Und zwar komplett. 16 Boxer, Boxerinnen, 7 Trainer sowie Betreuer haben sich während des Trainingslagers im österreichischen Lengenfeld angesteckt. Ja, ich meine, wenn man zusammen trainiert, wenn man Sparring macht und, dann geht das halt schnell. Hoffen wir, dass da alle wieder
Ja, okay. Gute Besserung auf jeden Fall. Leute, ja, gesund werden. Ja, genau. Und die, die da irgendwie mehr wissen wollen, können gerne auf Instagram den Leuten folgen. So wie Sarah Scheurich oder so. Die halten ja ihre Fans immer aktuell auf dem Laufenden. Ich glaube, sie hat gerade ihren Geschmackssinn verloren und so. Also es ist ganz interessant. Manchen ist langweilig, die singen dann bei Instagram und so. Also man kann die auch verfolgen, die deutschen Amateurboxer. Ich glaube, die müssen noch bis nächstes Wochenende da in Quarantäne sein. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Und vor allen Dingen, die können ja nur in ihrem Zimmer jetzt trainieren. Machen die, glaube ich, über ihr Handy. Aber ich meine, es ist schon scheiße, ne? So für Profisportler, wenn die dann so ein kleines Zimmer da eingesperrt sind. Ja. Wenn sie da eigentlich ihr Trainingslager absolvieren sollten. Aber kann man nichts machen, ist einfach Pech. Ja, aber das sind ist halt, wenn du jung bist, gesund bist, da würde ich jetzt einfach mal von ein paar Boxern von ausgehen. Ja. Der ganze Kreislauf und so, wenn das alles tippitopp ist. Das ist bei Boxern im Regelfall. Ja. Ich meine, wenn sie doch eh alle infiziert sind, dann können sie das Trainingslager doch durchziehen, oder? Stimmt, kann das so sehen. Ja. Okay, weiß gar nicht, ja, was da. Ja, eigentlich. Dann kann man einfach Ruhe erstmal, Leute ranlassen. Ne? Das ist alles gut. Okay, aber die würden dann die ganzen Hotelmitarbeiter wahrscheinlich anstecken, ne, die sie vielleicht irgendwann mal Scheiße, treffen. Scheiße, aber... Ja. Aber ja, wir hoffen... Ist halt so, wo Bewegung im Spiel ist, wo man trainiert, wo was passiert, da passieren halt auch Ansteckungen. Das lässt sich wahrscheinlich auch einfach gar nicht vermeiden. Ne? Ja. Jo, müsste sonst irgendwas loswerden? Oder erwähnen? Ja, ist nicht... Die Leute können gerne auf jeden Fall uns weiter Fragen stellen, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, könnt ihr uns gerne auf Facebook, Instagram, YouTube bombardieren mit euren Fragen und folgen natürlich auch. Ja. Ja. Es ist ja wirklich so, dass es einfach Wochen gibt, wo einfach kaum interessante Kämpfe stattfinden. Jetzt auch insbesondere mit Corona ist es halt nochmal viel schwieriger geworden. Und ja, da sind wir immer dankbar, wenn die irgendwelche Ideen bekommen, über was wir reden können, Fragen und so weiter. Da freuen wir uns immer. Ansonsten empfehlt uns weiter. Teilt uns, liked uns fleißig. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich auch wieder mit Robert, dem nicht so gut geht im Moment, aber auch gute Besserung an Robert auf jeden Fall, ja. Genau. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.